Ja, die Bezeichnung Bank im eigenen Unternehmen, das ist eine Begrifflichkeit, die für die pauschal dotierte Unterstützungskasse, die Unternehmenskasse, häufig verwendet wird. Aus meiner Sicht zu Recht verwendet wird, wenn sie richtig verstanden wird, aber natürlich auch nicht falsch verstanden werden darf. Es ist mit Sicherheit wirklich eine Bank im eigenen Unternehmen, einfach weil ich dadurch quasi mein eigener Kreditgeber bin, weil ich mir eigene Finanzquellen dadurch erschließe, weil ich Innenfinanzierung betreibe, weil ich schlichtweg Bankdarlehen ablösen kann, Banken weitgehend überflüssig machen kann und weil ich letztlich mich auch vom Kontokorrent Verbindlichkeiten als sehr teures Fremdkapital befreien kann. Deshalb ist der Begriff Bank im eigenen Unternehmen mit Sicherheit nicht schlecht. Es ist eine Bank mit erheblichem Potenzial. Also wenn man selbst bei kleinen Unternehmen, bei 20-Mann-Unternehmen anschaut, sind es durchaus Potenziale von rund 400.000 Euro, die hier in den ersten 10 Jahren leicht zu generieren sind. Je nachdem, wie das strukturiert ist, auch mehr, vielleicht auch manchmal etwas weniger. Im 100-Mann-Unternehmen sprechen wir dann schon mal von leicht 2 Millionen Euro, die man hier in den ersten 10 Jahren generieren kann. Und es ist durchaus ein Weg zur Bankenunabhängigkeit, zur Freiheit. Und es ist natürlich absolut interessant, wenn ich mein eigener Darlehensgeber wirtschaftlich zumindest bin, also Geld von den Mitarbeitern, hundertprozentig insolvenzgeschützt für die Mitarbeiter, aber für mich als Unternehmer frei verwenden kann. Das ist nicht bloß langfristig, das ist zinsgünstig, das ist komplett sicherheitenfrei und das ist vor allem zur freien Verfügung. Deshalb ist die Begrifflichkeit Bank im eigenen Unternehmen für die pauschal dotierte Unterstützungskasse wirklich gerechtfertigt. Und ich bin mir sicher, die Bedeutung wird in Zukunft deutlich zunehmen und es werden sich noch wesentlich mehr Unternehmer mit dieser Finanzierungsalternative im Rahmen eines Finanzierungsportfolios beschäftigen.